Jo Leute, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Return to Castle Wolfenstein. Wir sind Mission 6, die Rückkehr, Teil 3, Schloss Langenfeld. Und ich würde sagen, ich lese erstmal wieder das Briefing vor. Die Salbungszeremonie für die Supersoldaten soll irgendwo in der Nähe des Schlosses stattfinden. Laut der gefundenen Projektaufzeichnung aus dem Labor X sollen die Supersoldaten von Mariana Blavatsky gesalbt werden, wodurch sie in dunkle Ritter transformiert werden. Gemäß der Unterlagen ist die Anwesenheit der dunklen Ritter notwendig für die letzte Phase ihres Plans. Heinrich der Erste aus seiner 1000 Jahren alten Grabstätte und seinem Gefängnis zu befreien. Sie müssen, wenn irgend möglich, die Zeremonie vor dem eigentlichen Beginn stoppen und die Supersoldaten vor ihrer Transformation zerstören. Wenn sie dennoch gelingen sollte, wissen wir nicht, wie stark die Soldaten sein werden und ob man sie überhaupt noch aufhalten kann. Zusätzlich werden diverse Mitglieder der paranormalen Division der SS im und in der Nähe des Schlosses sein. Kümmern Sie sich auch um dieses Problem. Alles klar, unsere Missionsziele. Eliminieren Sie General von Schubert und finden Sie den Hinterausgang des Schlosses. Alles klar, die Attentatsmissionen gehen also weiter. So, ich werde natürlich wieder probieren, stealthy vorzugehen. Ob das so funktionieren wird, das werden wir sehen. Ich komme irgendwie nie dazu, die Luger zu verwenden, ne? Vielleicht probiere ich mein Glück nochmal. Marschieren, marschieren, immer nur marschieren. Unteroffizier! Ja? Sehen Sie nach, ob General Buchmann jetzt eingetroffen ist. Habe ich vor einer Minute erst überprüft. Ist er nicht? Überprüfen Sie es erneut. Und zwar zack, zack. Jawohl! Kommt der jetzt hier runter? Nee, der geht weg. Okay. Die Entfernung ist die Luger vielleicht nicht die beste Weise. Mit wem hat der geschnackt? Da oben muss jemand gewesen sein. Hier darf ich jetzt theoretisch wieder auffallen, aber wir versuchen es weiterhin stealth. Man kann die Spannung förmlich riechen. Okay, ich glaube, das mit der Luger wird nichts. Lässt die Nerven wirklich blank. Wie überlebt er das? Komm, ich hab doch genau in seinen Kopf geschossen. Das ist doch lächerlich. Das ist doch einfach nur lächerlich. Ja, das war ja wieder unnötig. Wie soll man denn hier Stealth machen, wenn ein Headshot kein Tod ist? Erklär's mir doch mal jemand. Na gut, dann kann ich genauso gut auch einfach mit der Thompson durchballern. Da ist es vielleicht doch das Fallschirmjägergewehr. Oh, okay, es sind ein paar Nazis hier. Wir dürfen ihn nicht entkommen lassen. Guck mal, wie viele sind denn hier? Ach, die Elite-Truppen sind auch hier. Na, wunderbar. Okay, den habe ich. Mann, ich wollte doch Stealth machen. Ihr Schweine, ihr. Alles ruiniert ihr. Oh, 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 oh. Okay, jetzt wird's langsam kritisch. Mach auf! Okay, wie komme ich da rein? Nein, ich hatte ihn fast. Okay, wir versuchen es nochmal. Vielleicht kriege ich sie ja diesmal direkt ausgeschaltet. Also das war ja wieder. Das war ja wieder ein Ding für sich. Bin ich aufgeflogen? Nee, ne? Sollte alles noch gut sein? Guck mal, der war jetzt richtig schnell tot. Warum also er nicht? Also diese Zeremonie lässt die Nerven wirklich blank. Oh. Hä?
Okay. Wenn das Ding nicht überhitzt wäre, hätte es funktioniert. Verdammt nochmal. Ich hasse diese Waffe. Ich hasse sie. Sie ist einfach immer in Abbruch mit diesem Ding. War das der General? Nein, war er nicht. Ach, wie geil wäre ein Remake mal von diesem Spiel. Wirklich, mit moderner Steuerung irgendwie. Dass man Granaten auch auf eine Taste legen kann. Es wäre so nice. Man könnte es so geil umsetzen. Warum macht es niemand? Wahrscheinlich wieder so ein Ding mit den Markenrechten, was? Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Deswegen kommt ja auch kein neuer Schlacht um Mittelerde-Teil. Auch so traurig, ne? Was würde ein neuer Schlacht um Mittelerde-Teil, ey, wenn die einen neuen Schlacht um Mittelerde-Teil machen würden, ey, die Leute würden es einfach kaufen. Wie Sau. Ich meine, Schlacht um Mittelerde 2, Ideenmod. Immer noch aktiv in der Programmierung. Immer wieder Updates. Einfach geil. Warum nicht neu? Warum nichts Neues? Alles immer wegen diesen Lizenzgründen. Okay, wie komme ich da unten rein? Ist hinter dem Führer irgendwas? Ja, guck mal, irgendwas ist da. Aber komme ich da ran? Von da oben vielleicht? Oh lol, jetzt ist hier offen. Hä? Hier war doch gerade offen. Wie? Ah, guck mal. Was haben wir denn hier? Geheimer Nazi-Keller hier. Der heilige Gral. Ich kann ihn nicht aufnehmen. Doch jetzt. Okay, mehr ist hier aber nicht, ne? Nö. Na gut. Kann ich die Vasen kaputt schießen? Okay, ist aber nichts drin. Jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Ach doch, hier. Erstmal speichern. Nicht, dass ich wieder von vorne anfangen muss. Das wollen wir doch nicht. Boah, das Zielfernrohr ist irgendwie auch so ein bisschen komisch. Irgendwie klappt das. Das zieht irgendwie nicht so richtig rüber. Sehr hakelig. Weiß ich gar nicht, ob das vom Spiel aus so ist. Oder ob das jetzt mit der neueren Windows-Version zu tun hat. Das kann ich nicht sagen. Vielleicht läuft das nicht optimal. Aber da hapert es auf jeden Fall ein bisschen. Aber gut, das soll uns nicht weiter stören. Oh Gott, wo kommt ihr denn auf einmal her? Bald keine Munition mehr, wenn das so weitergeht. Hier ist zugesperrt. Hätte ja klappen können. Na, jemand hier? Schöne Weste. Bisschen Leben. Ah, hier war der Typ auf dem Balkon. Wow! Sniper? Na los, zeig dich! Erwischt. Kleiner Drecksack. Junge, alles zugesperrt hier. Ich komme nirgendwo durch. Oder muss ich hier über den Balkon irgendwie? Ah, das wird's wahrscheinlich sein. Nein, warte. Ich will erstmal. Ah, lass mich doch da mal kurz rüber.
Ruhe, keine Musik! War er das? Nee, war auch nicht von Schubert. Wer warst du dann? Oh, fettes Klavier hier. Kann ich aber leider nicht mit interagieren. Wäre eine super Stelle für ein Easter Egg gewesen. So, der gute alte Führer. Weg mit dir. Ist hier noch irgendwas hinter? Unwahrscheinlich. Wir haben hier aber noch eine Notiz. An Reichsführer SS Heinrich Himmler von SS-Oberführer Blavatsky. Hohe Priesterin Paranormaler Division der SS. Mein guter Freund und Leiter der Operation, während ich Ihnen diese Zeilen schreibe, bin ich von einer schier unbeschreiblichen Vorfreude erfüllt. Endlich ist der Tag, oder besser die Stunde unseres großen Triumphes gekommen. Das Schicksal drängt auf unsere Begegnung mit dem Gesalbten, der uns in ein neues, tausendjähriges Reich geleiten wird. Ist auch sehr gut, dass ich das hier so entspannt vorlese und im Hintergrund ist übel die Actionmucke. Erinnern Sie sich noch an die langen Jahre der Ungewissheit? Zeiten, in denen nur wir beide standhaft blieben. In denen nur wir beide uns nicht von unserer Vision abbringen ließen. Denken Sie nur an all diejenigen, die uns verspottet haben. All denen sei gesagt, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Ich spüre, dass wir beide schon sehr bald lachen werden. Ihre Dienerin Mariana. Warum ist hier ein Brief an Himmler? Warum genau liegt er hier? Ist Himmler etwa vor Ort? Das würde mich nicht überraschen. Oh Gott. Halt, stopp. Wenn es hier weitergeht, will ich gerne nochmal auf den Balkon. Oben aufs Dach. Gucken, was da noch ist. Oh Gott, oh Gott. Oh, oh. Alter, nicht runterfallen. Ich komme nicht hoch. Doch jetzt. Oh Gott, Alter, was ist denn hier los? Von hier kann ich die gut wegsnipen. Ist eigentlich ganz geil. Ich habe bloß leider gleich keine Munition mehr. Da muss wohl wieder die Tommy Thompson ran. War er jetzt wenigstens der Typ? Ja, das war von Schubert. Weg mit dir. Oh Gott. Empfindlichkeit wirklich manchmal ein bisschen hoch, muss ich sagen. Aber für die Gefechte eigentlich genau richtig. So, Onkel Adi, weg mit dir. Und jetzt? Finden Sie den Hinterausgang. Na gut, dann bin ich hier wohl erstmal durch. War mir ein Vergnügen. Immer wieder gern. So, hier kam ich auch nicht durch, ne? Nee, alles zu hier. Warte mal, das war einfach nur der Raum da drüben. Da brauche ich auch nicht lang. Dann muss es irgendwo hier hinten sein. Junge, die Musik kann sich jetzt aber auch wirklich mal wieder beruhigen, ja? Hier bin ich ja gekommen. Hier war ja nichts weiter, oder? Hier ist auch dicht. Eigentlich war ich hier schon überall. Weiß ja nicht, habe ich noch irgendwas übersehen? Oder war ich irgendwo noch nicht? Hier ist ja wieder alles versperrt. Ja, den richtigen Weg finden, das ist immer so das Ding. Und ich habe dieses Spiel jetzt nur schon mal gespielt, ne? Hier kommt man gar nicht durch, das wundert mich auch. Doch von drüben irgendwo?
Tür war dicht. Von hier aus komme ich aber irgendwie nicht wirklich weiter. Fenster kann ich auch nicht kaputt schießen. Wo muss ich denn lang? Oder ist hier irgendwo ein Geheimgang oder sowas? Ich meine, wäre nicht das erste Mal. Aber jetzt hier nicht jedes Gemälde einzeln abschießen und in der Hoffnung, dass da irgendwo ein Geheimgang ist. Das muss doch schon ein bisschen offensichtlicher sein, oder? Oder? Meint er nicht? Ich sehe euch schon vor den Bildschirmen sitzen und dann so... Ah, da hat er doch das übersehen. Das ist doch ganz offensichtlich. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Hier war bloß der Geheimgang. Wo zum Geier muss ich lang? Hier habe ich das Gefühl, bin ich ganz falsch. Von hier bin ich ja gekommen, also das macht wenig Sinn. Ich bin ein bisschen überfragt. Alles abgesperrt hier. Im Real Life würde man sich wahrscheinlich einfach den Weg freisprengen. Aber das geht hier nicht. Das sind die guten Deutschen, die gute deutsche Eiche. Die Türen, die kriegt man einfach nicht kaputt. Ja, Leute, wenn nicht, ich will euch jetzt hier auch nicht Ewigkeiten mir dabei zusehen lassen, wie ich hier rumirre. Ich werde mich jetzt nochmal ein bisschen umgucken. Wenn ich den Weg gefunden habe, dann setzen wir wieder ein. Bis gleich. Jo, Leute, erinnert ihr euch noch an den Dude, der vor ein paar Sekunden oder so gesagt hat, ist ganz schön offensichtlich und durch Lauf dran vorbei? Ja, ich kann einfach hier durch, ne? Ich habe halt wirklich gedacht, dass das einfach nur in die Verbindung war, aber na gut. Kaum macht man die Aufnahme einmal aus, findet man's. So ist das. Naja, gut. Habt ihr nicht gesehen. Wir reden einfach nicht mehr drüber. Und machen jetzt einfach weiter. Als wäre hier nichts geschehen. So, Fritz und Ursula, ihr werdet erstmal ausgeschaltet. Na los, komm raus. Komm raus, Brigitte. Na, so langsam müsste ich echt mal ein bisschen Munition sparen für das Ding. Ich glaube, ich bleibe jetzt erstmal bei der MP40. So, jetzt ist hier einfach offen, ne? Das war einfach von der anderen Seite versperrt. Frech. Einfach nur frech. Die wollen mich einfach ausschließen. Glaubt man das? Oh! Junge, springe mir hier einfach mit einer Panzerfaust entgegen. Habe ich auch noch eine? Ich werfe eine Panzerfaust zurück, Junge. Ah, habe ich leider nicht. Na gut, dann eben nicht. Oh. Okay, da muss ich jetzt echt ein bisschen aufpassen. Ist der Dude mit der Panzerfaust jetzt tot? Ich hoffe es. Oh, wechsel zur MP40 und zwar sofort. Oh gut, Thompson geht auch. War hier nicht noch einer? Wir dürfen ihn nicht entkommen lassen. Erstmal was snacken. Okay, Thompson ist gleich leer. Okay, hier geht's gar nicht durch. Na, will mich noch jemand aufhalten? Nein, es will mich niemand mehr aufhalten. Hier ist aber irgendwo noch ein Versteck. Wo könnte hier noch ein Versteck gewesen sein? Ich guck mich noch mal kurz ein bisschen um.
ob hier eventuell irgendwas ist, was mir direkt ins Auge springt. Das sieht, glaube ich, mal schlecht aus. Ich hätte ja gedacht, mit dem Klavier vielleicht irgendwas. Aber da ist mir jetzt nichts aufgefallen, tatsächlich. Ich will jetzt irgendwie auch nicht den ganzen Weg zurücklaufen, wenn ich ehrlich bin. Ist hier noch irgendwo was? Den Kamin kann ich auch nichts machen. Hier in der Bibliothek? Hier mit irgendwas interagieren? Irgendwie ein Buch oder so? Ah, sieht mal schlecht aus. Naja, Leute, dann wisst ihr ja wieder, was ihr zu tun habt. Ihr könnt mich wieder aufklären in den Kommentaren. Falls ihr wisst, wo das letzte Versteck noch war. Warte mal, ist das nicht hier? Nee, sah nur so aus. Wenn ihr wisst, wo das letzte Versteck war, lasst es mich gern wissen. Es würde mich mal interessieren. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal weiter ins nächste Level. Aber das machen wir alles in der nächsten Folge. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, schaltet beim nächsten Mal wieder ein zu Return to Castle Wolfenstein. Bis dahin sage ich, bye bye.